Der Familienausflug. Es begann als glücklicher Familienausflug. Familie Ochsenberg fuhr gemeinsam in die Berge, um die Ruhe und die frische Luft zu genießen. Frau Ochsenberg, die von Kind an sehr christlich geprägt war, las während der gesamten Autofahrt in der neuesten Ausgabe der Jesus. Dort war auch ein Artikel zu lesen, welcher von der großen Liebe zu Gott handelte. Es stand geschrieben, dass man Gott über alles, mehr noch als Vater, Mutter, Tochter oder Sohn lieben solle. Ihr Mann, Herr Ochsenberg, hingegen war schon ziemlich angekratzt und genervt von diesen religiösen Blättern. Seine christliche Prägung war äußerst beschränkt und er wusste aus Erfahrung, dass seine Frau in irgendeiner Richtung wieder anders reagieren würde, als wenn sie diese Blätter nicht gelesen hätte. Ähnlich dem, was andere Männer kennen, wenn ihre Frauen Erziehungsratgeber oder Frauenzeitschriften lesen. Am Abend war die Familie in den Bergen angekommen. Beim Abendessen kam es zum Streit. Die Teenie-Tochter, die traurig darüber war, dass ihr Freund nicht mitfahren durfte und sich nach ihm sehnte, zeigte dies deutlich. Daraufhin wurde sie von ihrer Mutter, Frau Ochsenberg, ermahnt, dass sie sich benehmen sollte und sie ohnehin nichts mehr lieben sollte als Gott. Dieser Ausflug wäre eine gute Gelegenheit, Gott in keuschem Zustand näher zu kommen. Ihr Mann, Herr Ochsenberg, war zwar froh darüber, dass er sich während dem Ausflug keine Gedanken um die Keuschheit seiner Tochter machen musste, reagierte aber eher genervt über die Sätze über Gott und fürchtete eventuell auch um sein eigenes Liebesleben. So kam es zum starken verbalen Streit zwischen den Ehepartnern. Bald darauf rief sich die Frau ein Taxi, um unverzüglich allein nach Hause zu fahren. Sie fände es zwar gut, wenn ihr Mann Gott mehr lieben würde als sie, aber er darf sich nicht das Recht rausnehmen, etwas gegen Gott zu sagen. Die Kirchengemeinde nahm sie auf, unter der Voraussetzung, dass niemand etwas mehr liebt als Gott.